Hallo und welcome back zum Let's Play XCOM Enemy Within. Und wir starten wieder weiter. Was war denn so seit letzten Mal? Oh, Game Mod. Genau, das ist eine Tür, ist mit Game Mod dann bald einmal fertig. Energiequelle wieder erforscht, Satelliten gebaut, Kontrollzentrum. Ratsbericht erst in 14 Tagen. Das ist so lange umgekommen. Aber wir haben ja viel erbeutet, das was wir genau, was wir verkaufen können. Forschungsnutzen kann verkauft werden. Boah, das ist viel Kohle. Und da haben wir auch noch was. Und die Unterhaltung ist auch gut. Sehr fein. Naja, da haben wir ja doch nur ein wenig Maria Zähne gekriegt. Und ich habe gesehen, genau, das verbesserte Medkit wird auch noch erforscht. Anführerautopsie, Hyperwellenkommunikator, okay, das machen wir dann gleich nach der jetzigen Forschung. Sollen wir da noch einen reinschmeißen? Uiuiui. Na, dann warten wir mal kurz. Weil der Terminator kehrt eigentlich auch noch unbedingt. Ach, das ist geil. Aha. Genau. Das platziert das Gegner enttarnt. Sicher, das musst. Ich glaube, das Enttarnen ist für einen Sturm nicht schlecht. Und das machen wir gleich. Ausgezeichnet. Wir werden den Kandidaten umgehend für die Operation vorbereiten. Terminator. Ich informiere Sie dann, sobald der genetische Modifikationsprozess abgeschlossen ist. Ja. So, brauchen wir da noch was? Ist groß gestanden. Ja. Granaten, ich weiß nicht, ich bin nur immer kein Freund davon. Scheunrüstungen. Rüstungen brauchen wir unbedingt mehr neue. Da bauen wir auch wieder einen. Laserkanonen haben wir jetzt eh schon ausgerüstet bei unseren Schiffe. Also Flugzeuge, Scheiß. Einrichtungen. Da bauen wir gerade, da könnten wir eigentlich den Aufzug bauen. Den werden wir jetzt sowieso brauchen. Und achso, da hätten wir Max, aber ich weiß nicht, ob ich mir beides leisten kann. Wie viel Geld haben wir denn gerade? Nix. Ja, 145. Ich glaube nicht, dass ich mir zwei leisten kann. Vom Geld her. Ich glaube, es bringt da nicht so viel. Aber bauen wir da den Aufzug. Dann schauen wir weiter. Gießerei macht gerade was. Soldaten. Offiziersschule. Höhere Willenskraft. Für die Willenskraft. Das machen wir jetzt auch, weil ich habe vorher schon wieder gesehen, dass da wieder wer durchdran ist. Das nehmen wir auch, das kostet nichts. Ach, was soll der Geiz. Aber da tun wir jetzt gleich mal dafür. Ach so, die werden da auch schon betroffen. Ach, das ist ja klasse. Ich wollte gerade ein paar Leiche anwerben, aber wenn es natürlich so auch geht. Lalala, beste Schiff. Alle Leute befördern da noch drei. Jetzt haben wir nämlich ja, aber wir jetzt gerade ziemlich viele Ausfälle haben, trotzdem so ein absolutes Reserve-Team, sagen wir jetzt nochmal. Gut. Brauchen wir nichts. Dann scannen wir mal wieder. So. Neues Forschungsprojekt. Elirium-Kraftwerk und Mech-2-Hüter. Gut, bringt es. Elirium liefert 30 Strom. Okay, ist einfach ein besseres Kraftwerk und. Okay. Jetzt kommt da bessere Max bauen mit Granatwerfer oder heilender Nebel. Nice. Aber. Ja, das war cool, aber das dauert alles unendlich lang. So, jetzt können wir. Wir werden wohl oder übel den da mal machen müssen. Aber jetzt machen wir mal die Autopsien, dass ich die noch nicht gemacht habe. Und wir warten noch darauf, ein lebendes Exemplar von der Front zu erhalten. Es scheint, die Männer verwenden sie gerne für Schießübungen. Momentan wissen wir, dass der Cyberdisk, wie sie ihn nennen, schwer bewaffnet ist. Er zeigt jedoch kein klares Verhaltensmuster auf dem Schlachtfeld. Ja, stimmt. Oder wohl nicht gezeigt. Gezweigt. So. Commander, unsere Satelliten sind bereit und sehr fein.
Auf ihrem Befehl kann der Entsetzer. Achso, Kontrollzentrum muss noch schnell gebaut werden. Ja, so. Und jetzt können wir da upsala, wahnsinnig viele Satelliten verschießen. Aber mit dem Wort jetzt nur 5. Das heißt, wir können eigentlich nur einen dazu bauen jetzt. Wieso nicht der 5? Ich hab doch, glaube ich, 12. Oder wie viel? Achso, 2 verwaltet eins. Da haben wir da 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Okay. Naja. Naja. Okay. Wollen wir irgendwas machen? Commander, hier ist eine Übertragung von Rat. Hallo. Höchste Prioritätsstufe. Unsere Quellen melden einen Zwischenfall in Neufundland an der Küste oberhalb von St. Jones. Ein Fischerdorf gibt keinerlei Lebenszeichen mehr von sich. Geheimdienst, Informationen deuten darauf hin, dass Außerirdische die Hand im Spiel hatten. Wir sollten ein Team hinschicken und nachsehen, was da los ist. Ja. Wir gehen davon aus, dass Sie diese Angelegenheit vertraulich behandeln. Ha, köstlich. Okay, ja, da haben wir 9 im Bunde. So. Der hat eigentlich aber die beste Ausrüstung. Dann haben wir da einen Unterstützer. Den geben wir jetzt mal Pulsbögen mit, weil ich habe gehört, die wohl lebende Exemplare auch. Probieren wir es heute mal. Dann haben wir da ein Schwer. Also 2 Unterstützer, Schwer, 2 Scharfschützen und ein Sturm. Ne, das passt eh ganz gut. Nehmen wir den Sturm mit, was wir auch mit haben. So, den rüsten wir natürlich noch dementsprechend aus. Okay. Oh, haben wir noch einen Scharfschützen. Was. Okay. Dann probieren wir es mal. Let's get it on. Flieg und Sieg! So. Das Einsatzgebiet dieser Operation liegt in Kanada. Okay. Ich glaube, die Mission kennen wir schon. Das ist das, glaube ich, mit dem großen Gebäude in der Mitte. Commander, na. Wir sollen verdächtige Aktivitäten in der Nähe eines Fischerdorfes auf Neufundland untersuchen. Ein von der dortigen Regierung entsandtes Rettungsteam ging gerade einem Notruf nach, als der Kontakt abbrach. Zum Schiff, zum Dorf und zum Rettungsteam selbst. Strike One muss dorthin und das Gebiet sichern. Mal sehen, was dort los ist. Ziele wurden aktualisiert. So. Das ist richtig cool. Nämlich richtig cool. Hat das der zweite Scharfschütze auch? Ja. I'm rolling. Wahnsinn. Okay. Da bewegen sie die jetzt mal auf die Dächer. So. Da haben wir nur einen Unterstützer. Okay. Der muss ja einfach mal aufhören, was Kinder. Ich bin ja gerade ein wenig übermütig, muss ich sagen, weil wir haben gerade eine starke Gruppe beieinander. Also eigentlich nur nicht einmal die stärkste, weil wir viel verwundet sind. Aber trotzdem haben wir gerade eine ziemliche Übermacht am Start. In der Nähe treiben sich Zombies rum, Strike One. Die Chrysaliden können also auch nicht weit sein. Wir müssen schleunigst herausfinden, wo die Dinger herkommen. Ziel wurde aktualisiert. Boah, schießt denn das ganze Gute, ey. Okay. Zum Banden. Ja, man, die Schisseliden können nicht weit sein. Dann versuchen wir mal unser Glück. Servus! Zack und weg. Zack und weg. So, dann gehen wir da mal mit den Scharfschützen am Dach rum. Okay. Das ist richtig lässig, dass wir da so einen mega Überblick haben. Dann bleiben wir auf Wachposten. Auf dem Weg. Dann rückt man da weiter vor. Da habe ich auch irgendwo Gegner gehört anscheinend.
Das heißt, da können sie auch nicht mehr recht weit weg sein. Was ist da? Da gehen wir in die Kiste. Also auf die Kisten aufhüpfen, okay. Gut, wenn da links die Gegner wahrscheinlich sind, müssen wir natürlich da auch Obacht geben. Schicken wir die zwei auf Feldposten. So, da! Oh, da ist noch volle Deckung. Ja. Ballert da das Haus, ey. Das kann nix. So. Gibt's Acht! Obacht! Hey! So haben wir nicht gewählt. Fuck. Eieieiei. Feind lebt noch. Nervig. Das wird auch immer verfehlen. Also jetzt schalten wir den einmal aus, bevor wir recht viel was anderes tun. Rücke aus! Achso, das ist K. Naja. Kriegt was trotzdem gewesen. Na, warte. Der versucht dann noch seinen Klick. Klick in Aufmerksamkeit. Confirmata. Okay. So, hallo! Gibt's ja nicht. Begebe mich auf Position. Okay, also immer nix. Rücke aus! Immer nix. Bereit. Nachladen. Meld haben wir eigentlich auch schon lange nicht mehr gefunden. Jetzt habe ich gerade gesehen, Suche des Einsatzteams hat sich erledigt. Das heißt, naja, dann wissen wir, was mit einer passiert ist. That's affirmative. Ist das stark? Die Fähigkeit ist richtig geil. So. Position bestätigt. Ich habe schon längst mit Kontakt gerechnet. Ich bin zwar kein Fischer, aber mit diesem Hai stimmt etwas nicht. Aha. Randhai. Ist da die Map war? Na, jetzt weiter. So, dann positionieren wir die mal. Gut. Unser Scharfschütz. Ja, okay. Begibt sich aber wieder auf erhobene Position. Boah, in so einer Stadtkampfmission ist das echt Gold wert. So, wo können wir denn mit R maximal hin? Ja, das passt gut. Mal nachladen. Posten. Da gehen wir da noch her. Hallo! Genau, einmal auf Nachladen. Der 4 Feldposten gehe und der A Feldposten. Ah! Zum Banden! Kuckuck! Oh, werde ich auf den Deutsch schießen. Nice! Die haben auch wirklich so viel HP. 10 HP! Das sind Zombies, nicht wenig. Aber sie bewegen sich auch mit. Naja, nicht so der Geschwindigkeit. Okay, wird das für unseren Scharfschützen? Komm schon! Ich hab zu nichts drauf. Jawohl, auf die Distanz. Haut schon besser hin. Jojo, komm nicht da. Das ist mal was Neues. Ah. Wir sollten Dr. Wahlen Bescheid geben. Aber ein einziger Chrysalid in einem Hai wird kaum gereicht haben, um diese Stadt zu überrennen. Halten Sie Ausschau nach allem, worin sich die Chrysaliden eingenistet haben könnten. Schießen wir mal da drauf. Mit einem nice Solo-Ziel hat die Granaten mit. Nee, natürlich die nicht. Okay, da killen wir mal den Chrysalid. Ja, der ist sauschnell, wenn es sein muss. Gleich schreibe ich mir Punkte auf. Oh. 280. Nur über 280, oder wie? Probieren wir es mal mit ihr, weil ich bin der Sniper eigentlich, ich werde auf Platz gehen wieder. Yeah! Nice! Okay. Wow! Dreierpartie! Das könnte jetzt zum Problem werden.
Aber nur vielleicht. So. Bestätige. Hammer, ja. 94, 94. Nehmen wir den weiter vorderen. Ja, na, wie schon gesagt, die waren eigentlich schon ziemlich stark, die ganzen Typen, ne? So, Sturm und Schiss. Und jetzt brauche ich die mir eigentlich gar nicht hinter Deckungen verstecken, weil die ja sowieso in Nahkampf gingen. Aber sei es drum. Weil es einfach macht der Gewohnheit ist. So. Versuchen wir so einen Schnellfeuer. Ach so! Ach, zwei hintereinander. Da haben wir 54 und für einen haben wir 70. Naja, dann. Na okay. Der zweite war nicht so erfolgreich. Ach fuck, das ist der letzte, der was dürf. Das weiß ich nicht, wann die da aufspringen. Achso, die hat sowieso zu viel HP. Scheiße, Dreck. Hau ab! So, jetzt hoffen wir, dass die nicht so weit laufen können. Die haben wir ganz übersehen. Ich weiß nicht gegen was immun, aber es ist gut. Ach, genau, zwei Bewegungen gebraucht. So. Goodbye. Scheiße. So. Der hat wahrscheinlich viel schlechter Treffer, scheiße. Denke ich mir. Füg bis zu 5. Und es reicht. Hä? Wieso kann der denn schießen? Position bestätigt. Du musst dich noch sehen erst. So, 97, das reicht auch locker. Ich hab den einen Zombie da jetzt nicht vergessen. Aber ich hab bloß. Möchte ihn eigentlich mit dem Madpack heilen. Also sich selbst. Wieso der da aufsteht und weggeht und dann das Hinsprüht, wo er gestanden ist. So. Oh, die hat noch die False Waffe equipped. Gehen wir auf die. Okay. Schauen wir mal, wo der kommt. Ach, da ist er schon. Was tut er denn? Schauen das jetzt. Alles wieder mal hochladen. Oh, die kann von da rumschießen. Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir da eigentlich nur auf Nokim verstoßen. So. Ups, auf wieder mit dir. Ha! Ups. Okay. Mal einen Feldposten. So, da. Jetzt geht die Map noch. Boah, wie groß ist denn die? Okay, dahinter, da haben sicher noch einige. A bis zwei Gruppen werden auf jeden Fall noch auf uns lauern. Und ich werde bald die Servomotoren da erforschen, dass man schneller. Also, dann haben sie einfach mehr Munition drin und die Waffen. Das war nämlich wirklich praktisch. Bestätige. Okay. Dann schickt man die zwei mal für da unten. Kann weitergehen. Okay. Dann der bleibt da oben. Nutzt natürlich da die schöne Aussicht. So, den können wir mal vorschicken. Hopp. Dieses Schiff ist nicht einfach auf Grund gelaufen. Es wurde regelrecht überrollt. Vermutlich ist das die Quelle unseres Chrysaliden-Problems. Wir können nur froh sein, dass es kein Kreuzfahrtschiff war. Ah, okay. Das ist ja richtig storymäßig, die Missionen da. Echt cool haben sie das gemacht, muss ich sagen. Gut, dann haben wir sozusagen ein Ziel jetzt. Bin dran. Müssen wir nicht da noch hinkommen irgendwie. Und ich glaube, wir werden mit euch für einen direkten Weg entscheiden. Fahren da noch, ja? Ne. So.
Da ist ein Eingang, da ist ein Eingang. Dann lunzen wir einfach mal da so in einen.